Ja, und hallo und herzlich willkommen zum nächsten neuen Teil von Let's Play Monster Hunter Online. Teil, wenn es mich nicht täuscht, 14. Und ja. Dann gleich mal weit machen. Aber natürlich keine Ahnung mehr, was ich geklickt habe. Es ist jetzt ein bisschen her. Ah, seitdem ich das Spiel da gestartet habe. Ey, mein Gott. Jetzt haben wir's. Schon ein bisschen länger her, seitdem ich gespielt habe wieder. Ist jetzt quasi dann eine neue Session. Und ja. Mal schauen, was wir heute so legen. Auf jeden Fall ist es kein Affe. So viel ist schon einmal halbwegs sicher. Der Englisch-Patch sollte auch bald wieder draußen sein. Dann. Ah. Oh, kämpft die Grafik. Alter Schwede. What the hell ist das? Was bist du hässliches? Oi. Den hat's in den Kaktus gesteckt. Naja, es könnte was werden, auf jeden Fall einmal. Wir haben unter mal, wir sollen da ihren Freund oder ihren Companion helfen. Wollen wir das mal versuchen? So, erst einmal. Altgetränk eingeworfen. Operationen. Alles klar. Gut, landet ist der Fetzen im 7er. Mal gleich wieder in 7er Larven. Ich glaube, das letzte, was ich machen wollte im Spiel, war es noch ein paar Grillen fangen für das zweite Biberschwert. Das Wüst-Biberschwert. So. Ist das hässliche Mistviech. Ist er das? Ja, das ist er. Sieht er definitiv gut aus. Ja, müssen wir wieder das hässliche Viech zusammenhauen, oder wie? Oh, lacht sie. Ja, bis das Viech da ist, ne? Oh. Jawohl, aber er kann Gott schaden. Oh. Wow, okay. Der Effekt, den ich drauf gehabt hab. Ui. Jetzt bin ich anders Level gelaufen. Dieser Effekt, den ich drauf gehabt hab. Kann mich interessieren, was das ferner ist. Weil. Amorgst du Viech, da bitte aus dem Eck ausgehen. Das ist doch unmöglich. Ui, der Trench da. Ah, der ist angebissen. Er hat was Kutko-artiges an sich, definitiv. Das ist ein Wüsten-Kutko, das ist es. Ein trenchender, sabbernder, hässlicher Wüsten-Kutko. Ja, steh unter dir, Kutko. Ja, doch wohl. Es ist im Endeffekt wie ein Kutko. Ja, aber wohl.
Ja, Kontakte geht's. Direkt unter ihm stehen. Ah ja, hat gerade diese Schleimbärtchen weggeschickt. Ist immer interessant, ja. Bam, das Zeug explodiert dann noch. Ui, das war ein Schweifschlag. Da, oh, auf die Phrasen, du hässliches Viech. Was war das? Oh, der Charge nach vorne, okay. Was denn jetzt? Ah, er hat nachgetankt. Die ist echt porthässlich. Das ist dafür, dass der normale Kutko wirklich interessant ausschaut. Das finde ich hässlich. Und es trifft. Haben wir gerade gebrannt? Muss aber grinnt sein, dass das Vieh spuckt. Ich hoffe mal, dass der ein Problem mit Wasser hat, sondern es ist ein Wasserschwert. Ja. Batsch. Ja, jetzt ist er angebissen, jawohl. Oh, mein Schwert ist schon ziemlich stumpf. Das Ausrollen war unnötig. Meine Güte. Dann jetzt einmal Schleifenrunde. Die Zeit nimm ich mal. Passt. So, aber jetzt. Jawohl, geschärft macht es einfach mehr Schaden, das ist schön. Schwert. Aber lass mal direkt unten bleiben, ja, dann ist es viel echt wehrlos. Wenn du direkt runter stehst. Jetzt will ich nicht zwingend die Chancen, ja. Oh, die Drehung war eigentlich super. Oh, das kennt. Na, sieht gut ausgegangen. Oh, jetzt hat er uns erwischt. Das ist ein interessantes Zeichen, was ich dabei habe. Das ist unendlich. Ja, was ist los? Jawoll. Du hast doch wehtun. Nein, wir sind getroffen worden. Knapp, aber doch. Boah. Strato war auf. Das ist fies mit der Attacke, also die ist echt gemein, ja. Ja, wir verbrauchen relativ viel Heiltränke an dem Viech. Ich meine, er ist Akutko plus, er hat einfach mehr Attacken als der Kutko selbst. Aber er ist locker schaffbar. Oh bitte, wir haben ihn sogar gekillt. Na bitte. Sandkutko da getötet. Hm, vielleicht können wir jetzt das Kutko-Schwert selbst aufrüsten. Das wäre super. Das wird sogar Sinn machen. Was mit dem Viech? Aha. Auf jeden Fall interessant aus. Ja, vielleicht. Ich glaube sogar, dass wir mit dem das Kutko-Schwert aufrüsten können, ja. Wollen wir nicht den armen Deppen noch langsam mal von dem Kaktus runterholen? Weil er langsam echt lad. Jawohl, Quest clear.
Pfeil oder was auch immer das sein soll dazu. Und wieder ab ins Dorf. Sandkotkuh, ja. Zu ihr abgeben, naja. Oh, und dann neue Quest gleich, jawohl, okay. Jo, was auch immer. Ah, mein Inventar könnt ihr mal ausleeren. So, jetzt schauen wir mal, ob wir beim Schwert wirklich was anderes machen können. Ja, wir sind Level 20. Oh. Was auch immer das bringt, aber wir sind Level 20. Läuft gut. So. Dann lad schneller. So. Halt, stopp. Ist. Würde übersetzen. Ah, das ist das Rüstungsverbessern und so. Okay. Arm, Waffeln bauen. Das ist der Wüstencode, das ist der Wüstenloch. So, was haben wir denn? 36? Okay. Das ist das Upgrade-Ding, ja. So, haben wir das Code-Kuschwert. Aha, na? Das ist also ein neues Schwert, ja. Was wir dafür brauchen. Kann man legen müssen, was das ist, weiß ich nicht. Was das überhaupt für eine Sachen? Irgendein Element hat's. Na gut. Hört auf jeden Fall interessant aus. Gut, dann machen wir noch die nächste Mission und dann sollte das ebenfalls passen. Unter Rank 6. Schon ganz groß, ja. Ja. Ah. Oh, das ist Drachenschaden. Mann, Drache, warte mal, Wasser, Feuer, Blitz, Drache und Eis. Sonst noch eine Effekte. Naja, Gift gibt's noch, aber mein Gott, das macht so wahrscheinlich wenig. Ja. Boah, was sind die für coole Rüstungen? Sieht auf jeden Fall interessanter aus, die Rüstung. Oder das Kleid eher. Wer denn? Den irgendwas müssen wir machen oder hauen. Getränk. Rationen. Toll. Auf geht's.
Wenn die Käferschwärme da schlagen, oder? Oh ja. Ah ja. Oh Gott, dass man die Dinger treffen kann, ne? Schauen wir mal, was das Zeug gibt. Käfer. Blitzkäfer. Eine denkbar falsche Waffen für seine Aufgabe, jetzt ein Großschwert her. Oh, Käfer halt, ne? Woll. Und noch voll erwischt. Ja, da ist dann vielleicht nochmal Glück und kriegen wir doch grüne Käfer raus. Würde ich ehrlich gesagt allerdings bezweifeln. Cool, und wir sind jetzt eingegangen. Jetzt los. Ah ja, und weg ist der Schwarm. Gut, ab ins nächste Gebiet. Vielleicht die große Wüste. Yep. Und seine Gegner liebe ich mit dem Großschwert. Es ist halt, ja. Das ist dann endgültig die falsche Waffe fürs den Job. Ah. Ja. Jawohl, getroffen. Na, es geht schon. Hat halt voll Fingerspitzengefühl, bis man mal die Deppen erwischt. Weg mal da Opi noch. So. Ja, und von 3 ins 5 und den 6er. Oder vielleicht sind so in 3 Jahren noch einmal geworfen, die Viecher. Die Antwort ist. Ja. Ja, Viecher mal vorrätig. Jawoll. Hier ist er passen. Jawoll, es passt da. Und nochmal glutet. Na geht doch. Donnerkäfer, oder wie die Viecher heißen. Naja. Haben halt Käfer verdroschen und vorher einen Wüstenkutko gelegt. Also da war aber Wüstenkutko eher das coole Vieh. Na gut. Dann bis zum nächsten Teil, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.